Guten Tag, mein Name ist Sven Nitscher, ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Von Beruf bin ich Gebietsmanager kommunaler Vertrieb im Glasfaserausbau. Ich bin seit 27 Jahren erster Vorsitzender der Freien Wähler, seit 25 Jahren Gemeinderat und aktuell Abteilungssprecher der AHA-Abteilung beim SC Olympia. Gerne übernehme ich Verantwortung und kann auf Erfahrungen als Ausbilder, Elternbeirat, Vereinsfunktionär und Personalverantwortlicher zurückgreifen. Ich bin wertkonservativ, sachbezogen und bürgernah. Bei vielen Menschen spüre ich seit einiger Zeit im Gespräch Kopfschütteln, Verärgerung und Verbitterung über die derzeitigen politischen und zunehmend gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch ich bin mit vielem unzufrieden. Dennoch oder gerade deswegen bewerbe ich mich erneut für die Gemeinderats- und Kreistagswahl. Ich bitte dafür um Ihre Unterstützung. Denn lokal in unserer Gemeinde werden die politischen Entscheidungen von oben umgesetzt. Und genau hier besteht die Chance, Vorgaben so zu gestalten, dass Schlechtes abgemildert und Gutes herausgestellt werden kann. In einer zunehmend ideologie geprägten Welt sind realitätsnahe Stimmen im Gemeinderat wichtiger denn je. Der künftige Gemeinderat muss sich in den nächsten Jahren mit einer Reihe wichtiger Entscheidungen befassen. Eine Grundsteuervervielfachung muss durch Senkung der Hebesätze abgemildert werden. Auf der Sportanlage steht die Sanierung der Rundlaufbahn und die Entfernung der Wurzelschäden auf den Wegen an. Die Warthäusler Straße Süd muss im Rahmen ihrer Umgestaltung eine Direktanbindung der Berliner Straße erhalten, um die Verkehrssituation in der Rheinstraße zu entschärfen und damit den Schulweg sicherer zu machen. Der zunehmende Vandalismus auf Sport- und Spielstätten muss bekämpft werden. Der Johanneskindergarten braucht ein neues Zuhause und die Markusschule die dringend benötigten Fachräume. Vereine müssen weiter unterstützt werden, damit aufgrund steigender Bürokratievorgaben nicht noch mehr ehrenamtliche Macher frustriert aufgeben. Neulusheim benötigt ein kommunales Wärmekonzept und eine Planung für die zukünftige Energieversorgung. Sie sehen, es gibt viel zu tun. Ich möchte am Ratstisch sinnvolle und damit von den Menschen akzeptierte Lösungen statt Verbote und Panik. Bezahlbar und machbar. Wer mich kennt, weiß, dass ich oftmals klare Worte finde, um Missstände offen anzusprechen und gleichzeitig vernünftige Lösungen aufzeigen. Daher bitte ich um 3 Stimmen für die Gemeinderats- und für die Kreistagswahl. Vielen Dank.